Ich habe diese Woche mal wieder meinen nächsten Geburtstag hinter mich gebracht. Und da man an seinem Geburtstag ja ein bisschen Spaß haben möchte, habe ich mir ein Überraschungspaket bei eBay gegönnt. Und zwar 35 alte Gebäudeteile für 65 Euro inklusive Versand. Unter anderem ein paar schöne Faller-Klassiker, nachdem ich in den letzten beiden Videos ja Märklin-Klassiker auf die Schiene gestellt habe. Jetzt mal Klassiker von Faller. Und für mich interessant, diese Klassiker hatte ich vorher noch nie. Als allererstes das große Hochhaus, was ihr hier schon auf den Anfangsbildern seht, auf der rechten Seite. Auf der linken Seite das sogenannte Geschäftshaus. Und im Vordergrund den kleinen Pilzkiosk, nachdem ich schon 100-mal geguckt habe. Ich konnte mich aber nie überwinden, ihn zu kaufen. Und diesmal war er im Paket dabei. Und um das gleich vorwegzunehmen, ich werde die Gebäude dann nicht stehen lassen. Die Anlage ist ja wie gesagt nur eine kleine Testanlage. Aber wenn ich mal später größer aufbauen kann, dann könnte ich mir vorstellen, diese alten Hochhausklassiker von Faller irgendwo in der Ecke aufzustellen. Wahrscheinlich mit der Faller AMS drumherum zu fahren. Und jetzt stehen sie aber nur mal kurz auf der Anlage und ich werde das Ganze nachher dann auch wieder wegnehmen. So kam die Kiste bei mir zu Hause an und nachdem ich sie dann geöffnet habe und ein bisschen Polstermaterial entfernt, sah das Ganze so aus. Und dann habe ich angefangen auszupacken. Und als allererstes kam mir hier entgegen das Postamt von Faller, die Nummer 211. Ist seit 1963 schon im Katalog. Ich habe allerdings die Kataloge erst seit 1963, kann also nicht genau sagen, ab wann es zum ersten Mal auftaucht, sondern nur, dass es in meinen Katalogen ab 1963 schon verfügbar ist. Als nächstes haben wir hier das Zweifamilienhaus mit Balkon von Faller Nummer 275. Nicht das schönste Haus, aber auf jede Menge Anlagen von früher schon vertreten. Dann haben wir als nächstes von Faller die Nummer 209, kleines Einfamilienhaus mit vorgebautem Erker und Balkon. Und als nächstes ein modernes Wohnhaus mit der Nummer 256. Leider konnte ich bei diesen drei Modellen nicht auf die Schnelle feststellen, wann sie gebaut wurden. Dann haben wir als nächstes wieder ein Wohnhaus mit Balkon, und zwar die Nummer 214 von Faller. Hierbei ganz interessant, dass es aktuell unter der Nummer 131504 das gleiche Haus in anderen Farben wieder angeboten wird und man könnte sich diesen Bausatz ganz aktuell neu besorgen. Dann haben wir als nächstes hier das kleine gelbe Wohnhaus. Auf der anderen Seite steht der Schriftzug Utah an der Hauswand von Faller, die Nummer 251 und auch seit 1963 schon im Katalog vertreten. Dann haben wir hier die beiden Kioske von Faller, die Nummer 135, Nummer 1 und 2. Leider fehlt auf dem linken kleinen Kiosk das eigentliche Kioskschild oben auf, aber für mich war viel wichtiger der kleine Pilzkiosk, denn das ist für mich auch ein kleines Kultmodell, ein Faller Klassiker. Ich kenne ihn aus den ganzen alten Katalogbildern von früher und den gab es auch schon im 1963er Katalog. Dann kam als nächstes die kleine Tankstelle von Faller, die Nummer 217. Ich denke mir auch ein ganz bekanntes Modell, auf vielen alten Anlagen vertreten und auch schon im 1963er Katalog. Genau wie die kleine Blockstelle mit der Nummer 123. Allerdings gibt es die wohl erst ab 1965. Dann haben wir hier ein kleines Fachwerkhaus von Faller, die Nummer 277, auch schon im 63er Katalog vorhanden. Dann haben wir den alten Brunnen mit der Nummer 162, ich denke auch ein ganz bekanntes Modell. Leider hat es hier oben die eigentliche Figur, die oben aufsteht, wohl von den Socken gehauen. Ich muss mal gucken, denn es sind noch jede Menge Kleinteile dabei. Ich glaube, die ist nur während des Transports abgebrochen. Und ich werde gucken, dass ich das Ding wieder zusammengebastelt bekomme, wenn ich die Figur dazu finde. Dann haben wir hier die drei Häuser im Bau mit der Nummer 245 und Nummer 246. Und auch diese sind im 1963er Katalog schon vorhanden. Als nächstes das Stadttor mit der Nummer 921 von Faller. Hier konnte ich leider nicht feststellen, ab wann es im Katalog aufgeführt ist. Aber ich denke, jeder kann sich erinnern, wenn er die alten Kataloge kennt, dass das wie eine Engstelle war und die Faller AMS hier durch dieses kleine Stadttor durchgeführt wurde. Und dann kommen wir zu den Highlights für mich. Einmal das Hochhaus mit der Nummer 905.
Habe ich früher schon viel bewundert. Wie gesagt, hatte es früher selbst nie auf der Anlage gehabt. Aber bin begeistert, dass ich jetzt hier eigentlich ein recht gut erhaltenes Modell bekommen konnte und werde mal gucken, was ich daraus mache. Und fast noch besser gefällt mir das Geschäftshaus Helvetia. Leider haben beim Transport hier oben die Buchstaben ein bisschen gelitten. Das werde ich aber auch wieder zusammenkriegen. Die einzelnen Buchstaben liegen noch unten in der Kiste. Ich denke, das kann man reparieren. Und wir werden diesen Bausatz wieder in seinen Urzustand zurückversetzen. Als nächstes war dann von Vollmer so eine Art Güterschuppen hier dabei. Konnte ich auf die Schnelle aber nichts drüber herausfinden. Für mich auch uninteressant, werde ich dann wahrscheinlich weitergeben, weil ich da eigentlich keine Verwendung dafür habe. Genauso wie für diesen Lokschuppen konnte ich auch nichts drüber rausbringen. Dachte, es ist ein Kipri, hab aber auf die Schnelle auch nichts gefunden. Nur ist für mich eigentlich auch uninteressant und ich glaube nicht, dass ich den hier behalten werde. Dann haben wir hier so eine kleine Pension, konnte leider auch nicht feststellen, was das für ein Hersteller ist. Den Bausatz selber finde ich eigentlich ganz interessant und werde mal gucken, was wir damit anfangen werden. Als nächstes habe ich hier so ein Dreier-Set links, das könnte noch ein Fallerhäuschen sein. Ich muss dann allerdings feststellen, dass Faller nicht durchgängig über die Jahrzehnte hinweg alle Bodenplatten mit den Nummern bedruckt hat. Denn bei den meisten Fallerhäuschen ist das ja der Fall und man kann eigentlich dann ganz gut erkennen, dass es einmal ein Faller ist und um welche Nummer es sich handelt. Aber ich habe jetzt auch ein paar Häuser dabei gehabt, die haben nur unten Faller eingeprägt, ohne die Nummer. Und ich habe einige Häuser dabei gehabt, die haben gar nichts eingeprägt, sind aber trotzdem von Faller. Das konnte ich bei den drei jetzt nicht weiter feststellen, ist aber nicht weiter dramatisch. Dann habe ich ein weiteres Häuschen, müsste auch ein Faller sein, konnte aber auch auf die Schnelle nichts weiter darüber herausfinden. Dann eigentlich noch ein ganz schönes Vollmer-Fachwerkhäuschen. Und dann waren mehrere Häuser dabei, leider ohne Bodenplatten. Auch hier konnte ich nicht genau feststellen. Es müsste sich aber hier um ein Häuserset von Faller handeln. Konnte ich aber nicht genau definieren. Und auf der rechten Seite handelt es sich noch um die Kirche 236 von Faller, auch schon im 1963er Katalog vertreten. Dann waren noch diverse Kleinteile dabei. Auf der linken Seite die Garagen, die gehören wohl noch zu diesem Häuserset. Bei dem Häuschen hinten links bin ich nicht sicher und das andere sind irgendwelche kleinen Kirmesmarktstände. Für mich auch uninteressant. Die werde ich wahrscheinlich auch direkt weitergeben, um mich nicht weiter damit beschäftigen. Dann waren noch so drei Stadtmauerteile dabei. Ich weiß auch nicht, um was es sich hier genau handelt, aber das ist für mich auch nicht weiter von Belang. Und dann waren noch so ein paar zerbrochene Einzelteile dabei und eine Kiste mit jede Menge übrig gebliebenem Bastelmaterial und alles, was mir beim Transport in dieser Kiste dann noch einzeln entgegengefallen kam, habe ich hier auch reingeworfen. Da sind ein paar Menschen abgefallen, es sind ein paar Schornsteine abgegangen und so weiter. Da werde ich dann gucken, ob es sich lohnt, das Ganze nochmal zusammenzusetzen. So, damit bin ich durch mit meinem kleinen Überraschungspaket. Also besonders erfreuen mich diese beiden Hochhäuser. Die werden teilweise für heftige Preise angeboten, wenn sie in Ordnung sind, im einigermaßen guten Zustand sind. Deswegen bin ich froh, diese 35 Gebäudeteile hier für 65 Euro bekommen zu haben. Ich werde mir die schönsten Teile raussuchen. Da gehören natürlich die beiden Hochhäuser dazu, der kleine Pilzkiosk und auch das Faller Postgebäude, die kleine Tankstelle und so weiter. Den Rest, den ich nicht gebrauchen kann, werde ich einfach weitergeben. Mal gucken, ob ich noch ein paar Euro für kriege. Und das war sozusagen mein kleiner Geburtstagsspaß. Und nach den Märklin-Klassikern waren das jetzt meine nächsten Faller-Klassiker. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt's wieder mehr. Und bis gleich.